war denn Marley? Und das Schiff der vier hieß übrigens Elaine. Das habe ich ja vorhin schon. Elaine Marley. Ach so. Gouverneurin Marley. Ah, okay. Ja, das habe ich, da habe ich jetzt nicht zusammengekriegt. Ja. Gebe ich ehrlich zu. Ist die Enkelin, glaube ich. Ah. Das Interessante ist, das ist, was man jetzt hört, ist eigentlich auch die Musik, die man im Sumpf hört auf der PC-Version. Und jetzt hört man sie. Warum wird die nicht von Anfang an einfach da? Muss man nicht verstehen. So. Dann versuchen wir mal von der Insel runterzukommen, oder? Weil sein Talisman hat er ja und jetzt können wir theoretisch auch lossegeln. Wir haben immer noch die Puppe dabei. Sicher ist sicher. Ja. Ich bin's mal wieder. Das sehe ich. Was kann ich diesmal für dich tun, Mann? Ich muss ein Schiff chartern. Du hast Glück, Freund. Gerüchte sagen, dass Largo endlich abgehauen ist. Also kann ich wieder raussegeln. Da ist nur ein Problem. Du siehst nicht wie die Sorte Mensch aus, die 20 Goldstücke bei sich hat. Mhm. Ja, sie haben recht. Ich bin pleite. Okay. Wir brauchen doch noch Geld. So, lass uns noch mal nach einem Seil suchen. Irgendwo muss eins sein. Im Sumpf an dem Schiff? Gehen wir noch mal, gucken wir mal bei dem Sumpf oder Friedhof. Sumpf, gucken wir mal Sumpf. Wir gehen jetzt mal auf Seilsuche. Mhm. Hm? Bisschen runter? Ist das nicht ein Seil, was da so quer rüber hängt? Sieht sumpfig aus, ne? Mhm. Schau an Schild. Das macht für Mojo. Nimm Schild. Das kann ich nicht nehmen. Suchen wir mal. Jetzt ist die Musik da. Das ist erstaunlich. Ich habe dir vorhin gesagt, es würde mir ein bisschen gut besser tun, wenn es jetzt Musik gibt. Also ist ja, jetzt haben wir da die Musik. Vielleicht habe ich mich auch geirrt und das ist auch in der PC-Version erst ab diesem Moment. So, ist hier mal da oben? Nein. Hm. Gehen wir mal zum Friedhof. Das sind dann so die Details, an die man sich dann irgendwann nicht mehr erinnert. Die bei dem Mad Marty nebendran hing ja auch ein Seil. Können wir dann auch mal gucken. Gehen wir mal systematisch ab. Mhm. So viele Locations gibt es ja nicht. Systematisch. Mhm. Friedhof. Jetzt ist hier plötzlich Musik. Du hast es kaputt gemacht. Ich verstehe es nicht. Guck mich nicht an, ich hatte schon das unheimlich. Das war, oder war vorhin hier auch Musik und ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht, dass Musik da war. Hm. Nein, die waren ganz sicher nicht, die haben nicht gepiept. Doch, die haben gepiept. Ach, ist echt? Ich glaube, es war vorhin auch tatsächlich Musik. Doch, es war Musik. Du erinnerst dich nur nicht und ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr, weil du mich verwirrst. Ich verwirr dich. Genau, ist hier irgendwo... Also nur, dass der geneigte Zuschauer mal weiß, was hier ist. Wir haben weit nach Mitternacht, wo wir dieses Gruselspiel spielen. Mhm. Und ich verwirre ihn. Mhm. Ja. Du hast mir von mörderböser Action erzählt. Mhm. Wir hatten doch eben mörderböse Action. Ich weiß nicht, was du willst. Mit der Nadel in die Voodoo-Puppe. Genau. Mhm. Da ist Grab, Grabstein. Hier ist irgendwo, da ist kein Seil. Ich sehe keins. Nein. Dann gehen wir nochmal an den Strand.
brauche so ein Banjo. Wir hätten oben noch eine Ukulele. Nee, Ukulele kann ich nicht. Hättest du jetzt Banjo gehabt, hätte ich gehört. Das ja, war ja keiner. Aber ja, Ukulele ist ja was ganz anderes. Ja, gut. Himmel und Welten dazwischen. Guck mal, da hinten ist aber das vierte Teil. Das bei der Würstchenbraterei. Aber die Tür ist zu. Ja, mach sie auf. Nimm die Schaufel. Ich habe doch keinen Schlüssel. Wir brauchen erst den Schlüssel. Die Tür scheint verschlossen zu sein. Hier sehe ich auch kein Seil, aber das Bart und Fink. Wir können mal mit denen reden. Er ist zurück. Ich sagte doch, wir haben keine Marshmallows mehr. Hier, ihr braucht euch keine Sorgen mehr, um Lago zu machen. Er ist Geschichte. Oh, wirklich? Hat ihm die Post endlich meinen Beschwerdebrief gebracht? Mhm. Ja, du kannst wirklich tolle Beschwerdebriefe schreiben, Fink. Also ich sehe euch Seewölfe später. Mhm. Wo ist dieses Punkt-Punkt-Punkt-Seil? Ich sag doch, geh nochmal zu dem Belche. Buttig. So würde ich es nicht betonen, Dennis. Buttig? Mhm. Kannst du sich doppelklicken und er hüpft dahin oder so? Nee. Das kam erst bei späteren Adventures. Also. Das da meinte ich, ja. Na, das kann man nicht nehmen. Ich glaube, mein Papa geht hier außerhalb vom Bild. Ich muss hier mal da wieder Nunner nehmen. Ich muss mich mal wieder gerade hinsetzen. Saubere Wäsche. Ich sehe schon, wie die geneigten Zuschauer sagen, meine Güte, das ist nicht. Da, wo der Eimer dran hing? Nee. Mhm. Kein Hotspot. Wir haben es aber nicht schon. Das wäre jetzt ja ganz dämlich, aber nee, wir haben kein Seil. Warte mal, benutze Emmentaler Streifen mit Schachtel. Mhm. Vielleicht beim Koch oder? Ja. Jetzt rennst du weg. Mhm. Ja. Ne, wir brauchen ein Seil. Gehen wir nochmal. Koch? Schauen wir da mal. Hier irgendwo sehe ich jedenfalls oder auch eins. Oder beim Zimmermann. Könnte auch noch sein. Aber können wir nichts mitnehmen. Da ist die Vichyssoise, der Herd. Ich sehe nirgendwo etwas, wo ein Seil sein könnte. Dann gehen wir mal. Das ist, glaube ich, die Kartografur. Warte, da gucken. Stapel mit Papier. Bett. Schau an Bett. Erinnert mich an mein altes Puppenhaus. Das Puppenhaus meiner Schwester natürlich. Er hat ein Puppenhaus. Mhm, soll ich es auch aufschreiben, Puppenhaus? Schreib mal auf Puppenhaus. Gehen wir mal hier runter. Das Metronom ist aus. So ein Mist. Oder ist. Oh, ich kann nichts Besonderes dran erkennen. Kannst du mal sagen, dass Lago weg ist? Ja. Entschuldigung. Ja, Junge. Lago Lagrund hat Scab Island für immer verlassen. Schön, schön. Ich vermute, all die Abführmittel, die ich ihm in seine Drinks getan habe, haben endlich gewirkt. Was? Keine Panik, ich tue sie ja nicht in alle Drinks. Ja, dann nicht. Diese
undankbare Pack hier. So, Zimmermann. Nägel, Hammer. Spine. Wir sind blind. Also, ich, weil ich es vergessen habe. Und wir beide, weil wir es ein Seil brauchen, dass es nicht was anderes war. Ich bin mir... Also wir brauchen irgendwas, um an dem Stock zu ziehen. Wir können nochmal da gucken. Ja, da ist Treppe. Guck mal, deinen Nachtschicht mal, Nachtschrank mal auf. Nachttisch, jetzt habe ich's. Nachttisch. Geht nicht auf. Mach doch mal den Nachttisch auf. Schaue Garderobe, ich kann nichts Besonderes daran erkennen. Reste. Ziemlich alt. Ich würde sagen, wir fragen mal kurz den Herrn G. Ockel, sonst dauert das hier noch Stunden. So, also, es war mein Fehler. Es ist kein Seil. Ja. Wir suchen einen Faden. Und ich habe noch gesagt, guck auf den Schleimklumpen. Und der Dennis hat gesagt, nein, das ist nur ein Schädel. Aber das erkennt man jetzt echt schlecht, dass daneben... Da hätten ein paar mehr Farben dann wahrscheinlich echt geholfen. Also, wir nehmen jetzt den Faden hier. Nur ein wenig. Und dann gehen wir mal eine Ratte fangen. Ja. Ach, herrlich. Erst wollen wir den Rattenpirat LeChuck. Und dann so sammeln ähnlich. Wir mehr Ratten ein. Wobei, eben war ja noch nicht mal LeChuck, sondern Lagrand. Largo Lagrand. Ja, Largo Lagrand. Ja. Lauf, Triebhut, lauf. So, benutze Stock mit Faden. Ich bin zu ungeschickt, gleichzeitig den Stock zu halten und einen Knoten zu machen. Mhm. Also machen wir öffne Schachtel. Benutze Stock mit Käsereste. Nein, benutze Stock mit Schachtel. Benutze Faden mit Stock. Wieder zu Faden. So, jetzt. Zack. Nimm eine gesperrte Ratte. So, jetzt haben wir eine Ratte. Die sieht ja süß aus. Und wir haben da ja noch sowas, also wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld. Wir könnten jetzt Holzbeine rubbeln. Ja. Oder wissen, es gibt ja noch das Jobangebot, was er zurücknehmen muss. Was wir genau. Von ganz am Anfang gesagt haben, auch guck mal, da gibt es Geld. Und da ist jetzt dieser komische Koch mit der Wishy-Swas und ich sag mal, kalte Lauchgemüsesuppe, die mag ich eh nicht. Mit der Wishy-Swas da. Wir pimpen die mal ein bisschen, hätte ich gesagt. Oh oh. Zum Glück ist es eine kalte Suppe. Ja, wir wollen ja Tieren nichts antun. Die schwimmt jetzt ein bisschen in der Suppe. Die lernen schwimmen in der Suppe, in der Wishy-Swas. Ja, genau. Was auch immer in der Wishy-Swas ist. Das ist eine kalte Lauchkartoffelsuppe. Kannst du mal deine Frau fragen, die wird das wissen. Ich esse keine kalte Lauch. Ich bin ein ordentlicher Kerl und gehe häufig in die Kantine. Bei uns gibt Lauch-Hackfleisch-Eintopf. Besonders mächtig. Entschuldigung. Ja, Junge. Wie ist der Eintopf heute? Eintopf? Wie barbarisch. Wir servieren nur gekühlte Gourmetsuppen. Unser Koch arbeitet schon den ganzen Tag in einer ganz besonderen Wishy-Swas. Ich schau mal nach, wie sie ist. Was macht die Wishy-Swas, Bernard? Hervorragend, Sir. Möchten Sie vielleicht probieren? Doch, das werde ich. Oh mein Gott! Was für ein teuflisches Rezeptbuch benutzt ihr denn dafür? Du bist gefeuert. Aber, Sir, raus! Aus meinem Blickfeld! Sofort!
Das ist die scheußlichste, kellerregendste Pampe, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Schau dir diese Haare an. Und was ist das dort? Wie soll ich diesen Müll denn jemals loswerden? Bitte, hier ist deine Suppe. Ich bin nicht mehr hungrig. Mist. Hey, kannst du kochen? Ein wenig. Wie gefällt dir eine Karriere in der unglaublichen Welt der Fastfood-Kneipenküche? Mhm. Soll das heißen, hier ist dein Job frei? Ja, Interesse? Why not? Ich weiß nicht, wie wird gezahlt? 420 Goldstücke die Woche. Hm. Erste Woche im Voraus. Warum nicht? Ich probier's. Mhm. Prima, du hast den Job. Hier ist dein erster Wochenlohn. Nun zieh dir deine Schürze an und arbeite. Arbeite. Okidoki. So, ja. Wichis was avec Rattenhaare. Lecker. Igitt. Da war ja eine Ratte drin. Wie konnte das denn passieren? Ich würde sagen, wir verpieseln uns. Gehen mal stiften und jetzt haben wir auf jeden Fall 422 Goldstücke. Was reichen sollte. Ja. So. Dann wollen wir doch mal zu Captain Dread. Geh zu Wink. Da, 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 da. Dun, 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 da. So, jetzt aber. Auf zum Hausboot. Wer will jetzt noch mal irgendwas? Ich bin's mal wieder. Jo, Mann. Das sehe ich. Was kann ich diesmal für dich tun, Mann? Ich muss ein Schiff chartern. Du hast Glück, Freund. Gerüchte sagen, dass Largo endlich abgehauen ist. Also kann ich wieder raussegeln. Da ist nur ein Problem. Du siehst nicht aus wie die Sorte Mensch, die 20 Goldstücke bei sich hat. Zufälligerweise habe ich gerade so viel. Na dann, Mann. Mein Schiff ist dein Schiff. Prima. Wo ist der Schiff? Hier. Du stehst drin, Mann. Hoppla. Foam Map Pieces Part 2. Na? Na? Teil 2. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, um einmal zu unterbrechen. Hm. Und an dieser Stelle machen wir dann beim nächsten Mal weiter.